Heute ist der Tag der Entscheidung. Es erhebt sich das Reich der aufgehenden Sonne. Die westlichen Barbaren werden sich verbeugen vor uns. Oder sie gehen ihrem Untergang entgegen. Heute am frühen Morgen ging diese Nachricht um die Welt. Die alliierten Staatschefs haben in Genf eine Krisensitzung einberufen. Die schwimmende Inselfestung des Reichs kontrolliert derzeit den Nordatlantik und bringt daher den ganzen Schiffsverkehr zum völligen Erliegen. Das ist einfach unglaublich! Während wir mit den Russen beschäftigt waren, hat dieses Reich der aufgehenden Sonne heimlich für einen Krieg mobil gemacht. Sie warteten, bis wir und die Russen geschwächt und verwundbar waren. Und jetzt? Jetzt stehen sie an unserer Türschwelle. Sie sind also nicht nur unser Problem. Die Sowjets sind ebenfalls abgekapselt durch diese schwimmende Monstrosität. Also, wollen unsere Diplomaten mit ihnen über einen Waffenstillstand verhandeln? Denn eines ist klar. Gegen diesen neuen Feind haben wir nur gemeinsam eine Chance. Bingham, dieses Gerücht, von dem ich hörte, ist doch ganz bestimmt nicht wahr. Was für ein Gerücht meinen Sie? Dass Friedensverhandlungen mit den Russen anberaumt sind? Es geht mehr um eine Waffenruhe. Also es stimmt tatsächlich? Tja, wir hatten ganz beträchtliche Verluste durch die Vertreibung der Russen aus Europa. Und nachdem wir jetzt einen gemeinsamen Feind... Mumpitz! Den Russen ist nicht zu trauen, das wissen Sie. Sie hassen alles, wofür wir eintreten. Freiheit, Toleranz, das Streben nach Glück und Erfolg, Apfelkuchen, hatte ich Freiheit schon erwähnt? Egal, sie ist eine Wiederholung wert. Die Staatschefs der anderen alliierten Staaten sind schon einverstanden. Ich aber nicht. Ich werde nicht zustimmen. Schluss aus. Sie machen einen gewaltigen Fehler, mein Freund. Denken Sie an meine Worte. Das Reich glaubt, es wäre seine göttliche und zwingende Notwendigkeit, uns zu vernichten. Beweisen Sie ihnen das Gegenteil, Commander. Commander, wir sind unterwegs nach Gibraltar und befreien den Hafen von den Japanern. Auf dem Boden helfe ich Ihnen ein bisschen. Wenn ich Sie wäre, würde ich die Augen offen halten. Ich traue diesen Russen nicht weiter, als ich sie werfen kann. Kenne ich irgendwoher. Und damit, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Mission. Gibraltar, Feind unseres Feindes. Niemals hätte ich sowas gedacht. Die Sowjets kämpfen mit uns gegen das Reich der aufgehenden Sonne. Ihre berühmte Scharfschütze Natascha haben sie bereits zur Verfügung gestellt. Und was noch wichtiger ist, einen beträchtlichen Teil ihrer Flotte. Ich bin sicher, Natascha und Tanja verstehen sich prächtig. Seien Sie bitte freundlich zu den Sowjets und erobern Sie den Hafen zurück, dann kontrollieren wir das Mittelmeer. Das Reich der aufgehenden Sonne hat Gibraltar besetzt und geht von dort aus gegen alliierte und sowjetische Stellungen vor. Sie haben folgende Befehle. Finden und neutralisieren Sie die am Flughafen von Gibraltar stationierten kaiserlichen Truppen. Finden und bergen Sie unsere in dieser Region festgesetzten Marineeinheiten. Alliierte und Sowjets arbeiten bei dieser Operation Hand in Hand. Die Sowjetunion hat sich bereit erklärt, im Kampf gegen das Reich mit uns zu kooperieren. Agent Tanja und ihre sowjetische Kollegin Natascha sorgen am Boden für die reibungslose Zusammenarbeit der an der Operation beteiligten Truppen. Viel Glück, Commander. Ja, bin ich mal gespannt und Dankeschön. Schauen wir doch mal. Die Japaner haben die Kontrolle über unseren Hafen in Gibraltar. Die Sowjets und sie müssen leider mal wieder zusammenarbeiten. Befreien wir die Straße von Gibraltar mit vereinten Kräften. Oh, mein Meter. Als wäre es nicht schon schlimm genug. Ganz schön frisch. Das ist nicht kalt. Ich bin mal in der Lena geschwommen. Die war kalt. Du Kleine, Commander, darf ich freisprechen? Ich hasse dieses Miststück. Tanja, kapier's doch. Mütterchen in Russland bringt Soldaten hervor, die in allen Belangen überlegen sind. Und ich bin die Beste von allen. Oje, oje. Kann ja schlecht ausgehen. An die Arbeit. Sodle. Ich bin äußerst geschmeichelt, dass Sie sich verbündet haben gegen meine Truppen. Aber das wird den Lauf der Geschichte selbstverständlich nicht ändern. Das glaubst du. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Neues Einsatzziel erhalten. Oh, tut mir leid, Tanja. War das dein Kill? Langsam geht sie mir echt auf die Nerven. Eine Einheit wird angegriffen. War das schon alles? Sofort. Ah, so funktioniert es. Okay, alles klar, alles klar. Gute Nacht. Und bim, mein Kill, bim und mein Kill. Unser Verbündeter wird angegriffen. Verstanden. Was ist schon was hier? Ja, natürlich, guck mal her.
Meins. Ich brauch die Erfahrung, nicht du. Auf dem Felsen von Gibraltar wurde ein König Uniwalker geortet. Neues Bonusziel erhalten. Vernichten den König Uniwalker? Okay. Na komm, Sprengsatz. Und weiter angreifen. Ernsthaft, danke fürs Gespräch. Au. Glaub's hakt. Ja, mach die nur kaputt. Ich geh so weit nach da oben hin. Ich kümmere mich um den da oben. Ich muss ja nur in die Luft jagen, das passt dann schon. Das sollte relativ einfach sein. Tralali und tralala. Ein bisschen Sprengstoff ist doch wunderbar. König Uni. Und bingo. Sitz passt und hat Luft und er nützt ihnen auch nichts mehr. Ab nach unten wieder. Das passt schon weiter. Oben geht es nämlich, glaube ich, nicht weiter. Nein, das ist bloß hier quasi. Schnappen wir uns das Kästchen noch. Man weiß nie, was es braucht. Und dann geht es wieder auf nach da unten hin. Und ich kann wetten, dass wir hier unten dann quasi eine Basis aufbauen nachher. Aber sowas von. Bin unterwegs. Alles klar. Eine Einheit wird angegriffen. Sofort. So, bitteschön. Genau, Natascha, das darfst du machen. Tanja hier, ich bin soweit. Ich sag da nicht nein dazu. Bin unterwegs. Und der nächste bitte auch kaputt machen. Dankeschön. Jedes Gebäude, was wir jetzt kaputt machen, wo die Einheiten drin sind, ist ein gutes Gebäude. Ja, dir geht's gut, es passt schon. Immer schon weiter. Okay, komm. Natascha, jag's in die Luft für mich, dankeschön. Euch habe ich gesehen. Euch habe ich sowas von gesehen. Weg mit euch. Ich bin nun mal die Beste. Alles klar? Ein Klacks. Bin unterwegs. Okay. Zack, macht das Gebäude kaputt. Ich mache den Rest kaputt. Das passt dann schon. Verstanden. Und weg damit. Rücke vor. Es gibt doch nichts Besseres. C4 ist unterwegs. Nein, meins. Wunderbar, sogar Autoheilung habe ich jetzt. Es wird immer besser. Jawohl. Dann ja, wird immer besser. So, schauen wir nochmal. Bin unterwegs. So, ha, die Hallöchen. Und immer schön weiter angreifen. Ich hole sie mir. Und dich hier kaputt machen. Mach hier alles kaputt, das passt schon. Ah, eventuell. Moment. Verstanden. Hey du, warte. Bin unterwegs. Schon verstanden. Bin dran. War das schon alles? Nummer 1 ist weg, Nummer 2 ist weg, Nummer 3 ist weg. Komm. Bin unterwegs. Sogar mit dem Farmfahrzeug. Harvest, Entschuldigung. Läuft doch. Schon urlaubsfrei. Tengu Jet, feuerfrei. Genauso wie wir, Feuer frei, machen wir alles kaputt. Bin dran. Jawohl. Wenn schon, dann denn schon. Ein bisschen das. Auf die Seite, ein bisschen auf die andere Seite. Feuer frei. Verstanden. Oh yeah. Freut mich doch. Wenn das so einfach geht. Neue Bauoption. Ah, wie schön, dass wir uns mal wiedersehen. Ich werde mich später rächen für die Zerstörung meiner Basis in Südfrankreich. Vielleicht, wenn wir hier fertig sind. Ich konzentriere mich auf die Bodenoffensive. Aber drängen Sie mich nicht, ist das klar? Hey, hören Sie, diese Zerstörer sind genau das, was wir für einen gepflegten Amphibienangriff brauchen. Neue Bauoption. Nein, das war jetzt etwas falsch. Neues Einsatzziel. Dies war jetzt ein bisschen arg falsch. Gebäude verkauft, unterbrochen, abgebrochen, wird gebaut. Nochmal bauen. Einen Moment. Ja, das kriegen wir gleich alles hin. Ich muss ja eigentlich gar nicht so taktisch sein, weil der Gegner übernimmt eh nichts. Durchhalten! Cryocopter sind unterwegs!
Es ist relativ egal, wie wir es machen. Hallo, Cryocopter. Feuer frei. Immer nur bauen. Das passt schon. Die können wir auch noch kurz abschalten. Bau abgeschlossen. Da ist irgendwas gewesen, Beton auf gewesen. So, weiter. Können wir noch zur Gaudi sagen, hey, guck mal. Bingo. Egal was ist, kriegen wir kaputt. Dich auch. Zack. Multigeschütz kriegen wir gut. Multigeschütz können wir gerne haben. So, mal dich und einmal dich hin. Und dann sagen wir bitte, wir benötigen eine Panzer. Wir brauchen erstmal Strom. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Strom für die Aktion. Und wir benötigen. Bergen Sie Zerstörer. Dazu muss man das ganze Ding kaputt machen. Zuerst. Okay. Warum nicht? Dazu kann man bestimmt Luftwaffenbasis noch ein bisschen was machen. Und uns quasi noch mehr Cryocopter besorgen. Oh, das wäre super. Jetzt schauen wir, dass wir das irgendwie hinbekommen können. Ich glaube, Luft ist in dem Fall die bessere Wahl. So, was haben wir als Cryocopter? Muss ich erstmal freischalten? Ja, das war irgendwie klar. Mann, ist das nicht allerliebst? Zwei Erzfeinde machen gemeinsame Sache. Ich bin gerührt, wie herzerwärmend. So ein Quatsch. Präzisionsangriff bereit. Upgrade abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Ist ja eine gefährliche Situation, die mir eine so eine Stadt oder schrumpfen lässt. Da können wir doch noch mal kurz ein paar Stück davon bauen, das passt dann schon. Je mehr, umso glücklicher bin ich doch. 6 Stück davon. Dann machen wir noch mal ein bisschen was von den Kraftwerken. Ein Sammler wird angegriffen. Was? Hier, Tanja. Okay, ich merke schon. Haben wir jetzt nicht gerechnet, überhaupt nicht sogar. Aber zum Glück haben wir Tanja da. Mist. Ich war jetzt ein bisschen arg unschön. Ein bisschen richtig arg unschön sogar. Verkaufen wir das mal kurz für 500, das passt schon. Taktische Einheit. Oh, zum Geier seid ihr jetzt eigentlich hergekommen? Verschanzen. Unzureichende Mittel. Ja, das kann jetzt recht gut sein. Abgebrochen. Das kann richtig gut sein. Sogar ihr steht am Flieg. Oh, hier, warte mal. Alle Systeme einsatzbereit. Sehen wir uns das mal an. Bau abgeschlossen. Ab nach da drüben. Go. Unser Verbündeter wird angegriffen. Dann machen wir mal kurz ein Ausbildungslager. Oh Gott, oh Gott, komm, schnell. Soll ich ihn tiefkühlen? Genau wie im Labor. Der sieht unterkühlt aus. Die Temperatur sinkt. Cryostrahl aktivieren. Feindliche Einheiten entdeckt. Die Frage ist, wie lange bleibt es auf Eis gesetzt? Nicht als ist in der Tasche gerade draufgegangen. Ja, aber sowas von. Oh Gott, weg. Gegen Tengu können wir, glaube ich, nichts ausrichten. Nein, gegen Tengu können wir nichts ausrichten. Ich krieg das schon hin. Zurück. Wie wär's denn mit einem Bomber dann an der Stelle? Eine Einheit wird angegriffen. Die zwei nicht gleichzeitig, ernsthaft? Oh, komm schon. Einheit verloren. Cryo-Systeme einsatzbereit. Au. Fliegt sich butterweich? Zumindest ein abgeschossen davon. Okay, Moment. Das haben wir gleich. Die ist haben wir gleich. So und so. Neue Bauoptionen. Dann hätte ich bitte. Ich würde sagen, bitte einmal einfrieren lassen. Dankeschön. Reparatur läuft. Wir sagen 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Das passt. Die kommen alle mal darüber hin. Bereit, Sir. Ist ein bisschen doof, dass jetzt so viel Platz ist. Unschön, ganz unschön. Bereit, Sir. Seehafen. Machen wir mir da noch einen kleinen Seehafen hin. Es gibt kein Problem, es gibt nur Lösungen momentan. Bereit, Sir, ja, weil die haben was, ich habe noch nichts, so wie es ausschaut, überhaupt nichts sogar. Feindliche Einheiten entdeckt. Ich krieg das schon hin. Soll ich ihn tiefkühlen? Javelin einsatzbereit. Cool bleiben, Leute. Zack, bitte, einmal rein da. Wunderbar. Javelin einsatzbereit. Sitzpassend hat Luft.
ungeeigneter Bauplatz. Ja, das ist ein bisschen unschön, ein bisschen arg unschön. Abgebrochen. Machen wir doch eine Panzerfabrik noch. Okay, ist auch dem woanders schon bewegen, aber ganz ehrlich, kein Bock. Ich muss sagen, keinen Bock. So, okay, ist das Team hier und dort. Ihr alle mal da rein. Falls nochmal irgendwas hier oben entlang laufen sollte, würde ich mal behaupten, sind wir da bereit. Feindliche Einheiten entdeckt. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ungeeigneter Bauplatz. Neue Bauoptionen. Dann möchte ich bitte einen Prospektor haben. Oh, alle Systeme einsatzbereit. Alles klar, diesbezüglich. Wir sagen, die Luftwaffe soll verbessert werden. Yep, ich bin doch dumm. Ich krieg das schon hin. Hätte man jetzt gegen was Luft ja recht gut, aber wir haben nichts gegen Luft, oder? Wir haben nichts dagegen. Soll ich mich ein bisschen ja, du fühlst noch dagegen, yep. Prospektor bereit, Sir. Prospektor, du kommst schon mal mit. Und du stellst dich bitte quasi dort mal hin. Das wäre recht wunderbar. Noch ein bisschen Strom, ein bisschen Seefahrt. Und dann tun wir den nächsten Tech mal reinhauen. Damit wir hier ein bisschen weiterkommen bei dem Ganzen. Die Kette wäre natürlich auch noch was. Panzer. Je, ich brauche irgendwas. Ein paar Zerstörer oder sowas. Dann wird es ja richtig lustig. Bau abgeschlossen. Param bam bam bam. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Bau abgeschlossen. Halt, kann ich nicht wieder sagen hier. Unterbrochen, abgebrochen. Kann ich dich nicht nochmal bewegen irgendwie? Feindliche Einheiten entdeckt. Okay, das läuft nicht. Gebäude verkauft. Unschön. Wird gebaut. Gut, dann ins Wasser reinstellen. Warum, warum, warum? Eventuell so, halt, so. Wunderbar, Feuer frei. Ja, war es nicht schlecht. Hätte besser sein können, aber passt soll soweit. Ich mich ein bisschen umsehen? Ja, mitkommen. Du stellst dich quasi so hin rein. Dann müssten wir im Wasser bauen können. Dann müsste alles soweit funktionieren. Ungeeigneter Bauplatz. Was? Wie, warum ungeeigneter Bauplatz? Bereit. Du bist doch gar nicht schön. Statusbericht. Gebäude sichern. Wo ist er hin? Prospektor. Ach, da unten fährt er rum. Komm, Beeilung. Geh mal damit. Komm doch mal mit hier. Feindlicher Stützpunkt. Kann nicht sein, dass die Kollegen jetzt die ganze Zeit was angreifen können, aber du nicht. Hallo, ich stelle mich gerade ein bisschen dumm an. Ich geb's zu. Komm. Put. Das Eiserstein hat schon was für sich. Ja, er greift doch nicht vor uns an. Besiege die Ziele, ich weiß. Mir komme ich meine Schiffchen raus. So, jetzt da. Komm mal her. Dann baue ich halt hier auf. Das ist mir gerade sowas von egal. Ungeeigneter Bauplatz. Hauptsache irgendwo. Ich brauche diese Werft, Junge. Ich brauche diese Werft. Komm schon. Put. Sei endlich da. Wird gebaut. 3 Jahre später. Hey, der Witzka, du machst auch nichts, oder? Nee. Ich weiß, du bist nur zur Unterstützung da, wo du könntest ein bisschen aktiver werden eigentlich. Ganz ehrlich sagen an der Stelle. So, mal aufbauen. Wo haben wir dich denn? Flugabwehrschiff. 1, 2, 3, 4, 5. Wir bauen das hier mit auf. Wunderbar. Und bauen sowas dann nochmal auf. Vielleicht sollen wir mit dem auch fertig sein. Trägerschiff und dann ein paar von denen hier. Ganze Karawane von denen hier sogar. Hier Tragflächenboot, was liegt an? Damit müssten wir sie eigentlich hinterwalzen können ohne Probleme. Wobei eigentlich reichen 5 wahrscheinlich auch schon aus. Unterbrochen, abgebrochen. Ja, da reichen 5 mehr als aus. Hier Tragflächenboot, was liegt an? Dich hier und dann kommst du auch noch mit hinzu. Und passt es schon soweit.
Wenn wir hoffentlich Tech 3 machen und den auch noch von uns bekommen. Hier Tragflächenboot, was liegt an? Und kein Spion, wir brauchen das noch nicht, wir brauchen das auch nicht, Zottle. Wie schaut's mit euch aus? Ihr habt ein bisschen was. Hier Tragflächenboot, was liegt an? Neue Bauaktion. Tragflächenboot. Scrambler, wäre natürlich auch noch was. Was sollen wir machen? Mal sehen, was die so bringt. Das können wir auch noch machen. Was bist du? Hochsprung. Hochsprung klingt auch interessant. Matze, das kriegen wir hin, kriegen wir hin. Maximales Abfeld freigeschalten. Das Schöne, dass ich es erforschen kann, ist mir aber nichts bringt. Überhaupt rein gar nichts. Es ist schon. Geht es ein ganz bisschen schade, muss ich echt sagen. Dass man es quasi umsonst macht und da Geld rausholt. So. Go, 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 go. Noch einmal, noch einmal. Die sind auch schon bereit. Er merkt schon, er riecht schon, was ich vorhab. Komm, raus, 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 raus. Wir brauchen noch viel mehr Delfine. Dankeschön. Ich zeig euch die Gegend. Auf geht's. Ah ja. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Feindliche Einheiten entdeckt. Die haben wir nicht verloren. Schönes Gewässer, ha? Unser Verbündeter wird angegriffen. So, Waffensysteme wurden deaktiviert. Wunderbar. Ah ja. Der Rest von seinem Panzer passt auch soweit. Ja, herrlich. Stützpunkt entdeckt. So, komm her, komm her, komm her. Eine Einheit wird angegriffen. Machen wir mal eine kleine Kreuzfahrt. Du gehst auf den hier, du gehst auf den hier drauf. Komm, komm, komm. Attacke, Attacke, Attacke. Amüsieren wir uns. Jetzt sind wir mit Flak ausgerüstet. Was sollen wir machen? Ihr seid auch wieder mit Flak ausgerüstet. Alle Zerstörer aus. Wunderbar. Rammen wir diese Bastarde in den Boden. Ja, hau, jiha. Das wollte ich doch sehen. Sie mögen ihren kleinen Triumph feiern, aber sie werden das Reich der aufgehenden Sonne nicht besiegen. Unsere Zeit ist gekommen. Wir stehen unter Beschuss. Jetzt gibt's aber du. Black Hole Panzerung, jetzt da. So nicht anders muss es sein. Angriff. Bombardierung wird gemacht. Eisstrecke können wir auch noch machen zur Gaudi. Warum denn nicht? Jaha, los geht's. Okay, zurück. Bis auf du. Ist angreifen, was angreifbar ist auf jeden Fall. Der Rest passt soweit schon. Hua, hua, hua. Können wir jetzt die auch noch bauen? Erweiterte Freigabe, die habe ich doch schon. Das ist schon die Maximalfreigabe. Willst du mich verkackeiern? Yep. Sie möchten mich verkackeiern an der Stelle. Deck 1, bitte melden. So, immer schön weiter angreifen. Immer schön weiter angreifen. Das passt dann schon. Okay. Wenn ich das nicht mehr machen kann, weil ich es zu früh gemacht habe. Puh. Ist ein bisschen unschön. Ein bisschen unschön sogar. Oh, Götterriss, die Panzer. Das passt schon. So, wir machen das hier noch für uns kaputt, das passt dann schon. Go, 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 go. Beste Schiff der Flotte. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Du gehst noch da drüben hin. Und du gehst auch mal nach hinten hin. Ihr braucht beide Reparatur. Bringt euch alles nichts. Ich würde gerade sagen, fahren über den Haufen, das passt schon. So, go, go, go. Die gesamte Armee einmal zurück. Und dann sagen wir bitte. Nicht vergessen, Commander. Sie können mit Ihrem Prospektor-Versorgungslaster eine Basiserweiterung errichten an Land und zur See. Dankeschön, geh weg, verschwinde. Dankeschön. Errichte eine südwestliche. Yep, 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 yep. Sie sind im guten Hand, mein Freund. Guardian Panzer einsatzbereit. Eine Einheit wird angegriffen. Oh Gott, weg, 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 Beeilung, Beeilung, Beeilung. Unschön. Aber ich sehe auf jeden Fall, was hier los ist. Eine Basis da unten sehe ich. Ja, 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 ich sehe schon, ich sehe schon. Wollten mich wohl ganz groß verarschen hier an der Stelle.
So, wo sind sie? Einfrieren. Jetzt zwei einfrieren. Auf dass ihr beide euch nicht mehr bewegen könnt. Und dann kann ich euch niederwalzen. So schaut's nämlich aus. Wir haben erfahren, dass die Japaner versuchen, ihnen in den Rücken zu fallen. Also vorsichtig, Commander. Sie sollen über eine gewaltige Feuerkraft verfügen. In den Rücken fallen? Wo denn? Dieser Hafen befindet sich im Besitz des Reichs der aufgehenden Sonne. Los, verschwinden Sie, bevor ich Ihre primitive Armee in einen Schrottplatz verwandle. Welches nur wisst ihr wo? Das ist das einzige Problem. Wo, bitteschön? Aha. Abgebrochen. Machen wir ein paar Systemchecks. Wir müssen nur warten, bis die mal quasi irgendwo stehen bleiben. Genau hier. Unzureichende Mittel. Ziel wählen. Und attackieren. Weg mit dem ersten. Wir sind startklar, Mann. Los geht's. Go. Wie geht es Ihnen? Du, bitteschön hier aufbauen. Läuft, genauso wie die hier. Zack, niederwalzen. Ja, ich greife gleich an. Nur keine Panik. Wunderbar. Los geht's. Die werden sich gleich nicht mehr freuen, hier zu sein. Kann man schon mal nebenbei bauen, das passt schon. Hinter uns angreifen, nichts da. Komm, du kommst ja, so was Schuss her. Alle mitkommen. Ja, ich würde mal sagen, da habt ihr jetzt gerade keine Chance mehr. Oh Mist. Okay, ich verstehe schon. Das war jetzt nicht das Schönste auf der Welt. Go. Ihr habt alles gemacht. Attacke. Wir haben hier genug. Eine ganze Ladung von Panzer noch hier. Die kann alles kaputt machen. Wo bist du? Bingo. Geschütz Nummer 1. Aufgebaut. Nummer 2. Wird gar nicht erst gebraucht. Es passt schon. So, da haben wir sonst noch ein paar übrig. Ja, so. Nummer 2. Nummer 3, das passt genauso. Feuer frei. Los geht's. Zack. Auf alles. Ihr seid auch soweit fertig. Ja, das passt. Präzisionsangriff ist auch bereit. Ja, herrlich, es wird immer besser. So, ihr geht einmal dorthin. Das passt. Währenddessen sagen wir, du bist 3. Und ihr seid 1. Los geht's. Haben wir noch ein bisschen was übrig? Ja, ein bisschen Geld haben wir noch übrig. Dann bitte. Ich benötige noch mehr Guardian-Panzer. Und davon die ganze Ladung. Feindliche Einheiten entdeckt. Cryo-Systeme einsatzbereit. Sehen wir uns das mal an. Können wir irgendwie helfen, Sir? Amüsieren wir uns! Euch geht's gut soweit? Ja, euch geht's mehr als gut sogar. Mal sehen, was die so bringt. Feindliche Infiltratoren. Wie wurde der denn angegriffen? Sagen, der wird nicht angegriffen. Überhaupt nicht sogar. 1, 2, 3. Du bist Nummer 4. Ziemlich viel Geschütz hier auf jeden Fall. Da müssen wir gleich noch ein bisschen was damit darstellen. Einen Moment. Auf jeden Fall einen Moment. Die Panzer werden gebaut. Yep. Kreis haben wir auch bis zum Umfallen. Yep, das passt auch soweit. So, dann sagen wir. Und danach da durchgehen. Schauen wir nochmal. Volltreffer an der Stelle. Sowas von Volltreffer an der Stelle. Nee, irgendwo was. Nee, da haben nichts, okay. Es angreifen, egal wo. So, jetzt sind wir denn bereit? Ich sage es einfach mal ja dazu. Go. Genauso wie hier. Go.
Die nächsten Geschwanz sind bereits unterwegs. Ist es auch super? So, direkt mal dorthin stellen. Hast du soweit? Ich muss sagen, wo ist denn hier was los? Ah, da ist schon noch jemand, okay. Dann bitte einmal dorthin und einmal dorthin. Der Rasch kommt dorthin, 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 das passt soweit. Trupp Nummer 1. Du bekommst noch ein paar Stück hinzu. Go, go, go. Go, go, go. Die Vindicators weiter angreifen. Das passt soweit schon. Und ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Zerstöre in Wartestellung, aber sowas von. Go, 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 go. Hopp, 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 lass mich nur, lass mich nur, lass mich nur. Lass nur Infiltratoren sein, das passt schon. Jetzt geht's los. Alle nach und nach einfrieren. Alle einfrieren, los geht's, los geht's, los geht's. Sogar noch mehr. Froststufe 2, los geht's. Mit Bombardierung, los geht's. Nochmal, das hat gut funktioniert. Das hat sogar sehr gut funktioniert. Rein da, rein da, rein da, rein da, rein da. Go, 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 go. Die 2 existiert nicht mehr, so wie es ausschaut. Schade. Hallo, könntest du bitte einmal angreifen? Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, hier die Dinge nicht anzugreifen, wäre jetzt echt unschön. Nigga, es sind noch 2 am Leben. Das ist ein bisschen unschön. Ja, ein bisschen arg und schön sogar, aber was soll's. Ich wollte gerade sagen, bitte vernichte das hier und hau den Panzer auch noch gerne drauf. Was hast du eigentlich noch? Schadensresistenz senken. Was soll's. Kriegen wir so noch hin. Zack, 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 zack. Mist. Was soll's. Feuer frei, Feuer frei. Hier auch Feuer frei. Ich glaube, das ist zum Glück egal. Und hier noch ein bisschen angreifen und das war's dann. Dann soll die Mission erledigt sein und die Japaner sollten auch vollkommen von dieser Insel vertrieben sein. Alles gut. Bei den Sowjets ist Verbündete ein bisschen lose zu sehen. Das wäre geschafft, Commander. Vielleicht sind die Sowjets gar nicht so übel. Oder? Sie haben einfach ihren Zug noch nicht gemacht. Vielleicht ist das beim. Das war gute Arbeit, Kommandant. Scheinbar sind sie etwas kompetenter als vermutet. Und da sie ehrlich zu mir waren, konnte ich sie leider auch nicht töten. Eine Einheit wird angegriffen. Das war liebenswert von ihm. Aber auch nur fast. Okay, siegreich, wunderbar. Haben wir es doch geschafft. Auch wenn es ein bisschen gedauert hat, ich war ein bisschen langsam, gebe ich zu. Am Anfang die Fehler gemacht, aber was soll's. Erfolg ist Erfolg. Beim nächsten Mal geht's weiter. Macht's gut und wie immer. Tschüss alle.